Aber es gibt ja noch ganz andere Sortieralgorithmen. Und wir schauen uns noch einen weiteren Algorithmus an. Das ist der sogenannte Selection Sort Algorithmus. Schauen wir uns den auch wieder an im Hamster Simulator. Jetzt soll der Hamster halt mit Selection Sort sortieren. Bringt das Feld wieder in seine Ausgangsposition. Und wir schauen uns einfach mal an, was der Hamster tut. Oh, das war zu schnell. Ich stoppe nochmal, mache nochmal zurück und starte nochmal neu. Also wieder gibt es zwei Hilfshamster. Der Hamster zählt. So, der grüne Hamster wird jetzt benutzt zur Indizierung des kleinsten Haufens. Beziehungsweise der gelbe war das. Was nämlich jetzt gemacht wird, es wird verglichen, hier diese Spalte, dieser Körnerhaufen, mit dem kleinsten Körnerhaufen, den der Hamster hier findet. Der rote Hamster durchläuft diesen Bereich und markiert sich den kleinsten Körnerhaufen. Das ist dieser hier. Und jetzt weiß er, jetzt muss ich diesen mit diesen tauschen. Und damit habe ich erreicht, dass vorne schon mal der kleinste Körnerhaufen sitzt. Dann wird der grüne hier rüber gesetzt. Und jetzt wird geguckt, was ist der zweitkleinste Körnerhaufen. Ja, zunächst ist das der zweitkleinste. Jetzt sucht der Hamster nach kleineren. Aha, 3 ist kleiner als 4, deswegen ist das schon mal. Jetzt ist 2 aber kleiner als 4, also wird der gelbe Hamster hierhin gesetzt. Gleich, das ist größer als 2, das ist größer als 2. Jetzt wird verglichen 2 mit 1. Aha, das ist jetzt der kleinste Haufen im Restbereich, also wird dieser Indexhamster dahin gesetzt. Jetzt ist der Hamster durch und der zweitkleinste ist gefunden, also muss getauscht werden, der mit dem Haufen, den dieser grüne Hamster markiert. Ja, und jetzt wird der grüne Hamster als weitergesetzt. Der gelbe Hamster läuft jetzt hierhin, denn zunächst wird davon ausgegangen, dass das der kleinste ist. Der rote Hamster fängt jetzt da an, überprüft, ist das kleiner als das? Nein. Dieser Haufen kleiner als der Haufen? Ja. Also markiert zunächst dieser Hamster diesen Haufen. Jetzt sucht er weiter. Er findet klein, kleineren, kleineren mehr. Also markieren diese beiden Hamster, aha, diese beiden Haufen müssen getauscht werden. Sie sehen, da werden getauscht. Und das geht so weiter, bis letztendlich der ganze Bereich durchlaufen ist. Wir stellen das mal schneller. Dann wird wieder getauscht. Jetzt muss wieder getauscht werden. Jetzt werden die beiden getauscht. Immer wo nach einem Durchlauf des roten die gelben und der gelbe und der grüne Hamster stehen, da wird dann entsprechend getauscht. Das wird fortgefahren, bis der grüne Hamster letztendlich ja, auf dem vorletzten Feld steht. Dann ist die Sortierung abgeschlossen. Können ja gucken, die Reihenfolge ist tatsächlich in aufsteigender Reihenfolge der Größe der Körnerhaufen. Ja, und das spiegelt sich in diesem Algorithmus wieder. Hier wird durchlaufen der Indexbereich von 0 bis Zahlenpunkt längs minus 1, von 0 bis 4 in diesem Fall.
MinI speichert jetzt den Index. Das ACTI ist ja der Index. MinI speichert den Index der kleinsten Zahl. Und dann wird ein Suchindex laufen lassen von ACTI plus 1, das heißt in diesem Fall ACTI ist ja jetzt 0, von diesem Bereich bis hier hinten hin. Und es wird immer und werden immer verglichen die Zahlen von Such-I und Min-I. Und wenn ich entsprechend kleinere gefunden habe, eine kleinere Zahl gefunden habe, wird Min-I umgesetzt. Das war der gelbe Hamster. Min-I auf Such-I gesetzt. Ja, und dann wird zum Schluss einfach getauscht, wiederum über diese Speichervariable, Akt-I und Min-I. Die entsprechende Zahl bei dem aktuellen Index, der hier fortlaufend nach da geht, und dem minimalen Index in dem entsprechenden Bereich. Das ist, was uns der Hamster gezeigt hat.